Schönen guten Tag. Es war ein Mittwochabend vor 3 Tagen, als uns eine Nachricht erreichte von Bad Religion und dem Highfield Festival, dass sie den Auftritt hier beim Highfield Festival absagen muss und ob wir denn wohl einspringen können. Kurzfristig haben wir gesagt, na klar machen wir das. Und wir sind mit der Bahn, weil kein Nightliner mehr frei war, heute angereist. Guido ist übrigens sehr, sehr müde, weil wir haben natürlich sehr wenig geschlafen, weil wir spät erst von dem Festival mit Bintus ins Hotel gekommen sind. Und ich lege mich mal daneben. Und dann mit der Bahn natürlich sehr früh um 8 Uhr losfahren. Oh! Entschuldigung. Ich muss mich gerade beruhigen. Ja. Ich muss mich erstmal hinlegen, mir ist nämlich eingefallen gerade erst, wie gemein das früher war bei Over the Top bei dem Film mit Sylvester Stallone, dass der Sohn die ganze Zeit gedacht hätte, Sylvester Stallone hätte sich ja nicht gekümmert. Aber Hawk, wie er in dem Film heißt, hat sich die ganze Zeit gekümmert. Ist gemein, ne? Und dann wurde ihm von anderen Seiten der Familie Falsches erzählt. Ja, der gemeine Vater. Sag mal, Guido, aber du erzählst über Filme, du musst von hinten gefilmt werden. Ich rede, wenn ich über Filme rede, will ich nur von hinten gefilmt werden. Ja, okay. Warte. Nein, pass auf, nein. Ach so, was jetzt? Es ist nur wichtig, dass das Gesicht abgedeckt ist. Oder halt nicht richtig erkannt. Ah, okay. Also kein direkter Gesichtblick. Ja. Ja, so, jetzt fällt er nämlich gleich weg. Der ist sehr, sehr müde, der Junge. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Fechtweltmeister jetzt gerade. Ich bin die Fechtweltmeisterin. Die deutsche Fechtweltmeisterin. Silke Pritkopil. Wir sind da was am Planen dran. Und zwar spielen ja auch die Antilopen heute. Und wir haben gedacht, wir mischen das Ganze mal ein bisschen durch. Die bei uns, der bei denen. Habt ihr das schon besprochen eigentlich? Ja, so ungefähr. Zuletzt habe ich gerade probiert, im Deutsch-Rap-Game groß einzusteigen, habe gesagt, ich kann Welt auf Geld reimen. Ob das möglicherweise schon meine Pforte ist, um Kolja zu ersetzen auf ewig bei den Antilopen. Ich glaube, das stimmt. Mal gesagt. Und die Bassrufe. Schwarz und böse, so muss ich das sagen. Wie oft der Leipzig-Folge. Schwarz und böse. Solange es muss kaputt sein. Ja, danke so. Ja. Es ist professionelles Proben.